Lang, lang ist's her, dass ihr ein Video von mir bekommen habt. Mr. Wildstyle ist immer noch unter den Lebenden und heißt euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal dreht es sich nicht um Gaming, es dreht sich nämlich um meine zweite Leidenschaft, nämlich das Sammeln von Musikalben. Und gerade ist ein wunderschönes Päckchen von Amazon gekommen. Mal nebenbei, das ist die Anlage, mit der ich die ganze Zeit gehe. Ist eine Yamaha Musicast MCR NT670D mit DAB+. Und hier rechts seht ihr, das habt ihr nämlich auch schon in meinen Videos ab und an mal gesehen, mein Plattenspieler, der Numark TT250 USB mit einer Autophone Nightclub MK2 drauf. Schönes Setup und das darf mal wieder seine Ausreize bekommen, nämlich es ist ein schönes Päckchen angekommen von Amazon. Dies werden wir jetzt öffnen, denn es gibt ein Reissue bzw. ein Remaster einer LP, die in den 90er Jahren für ganz viel Furore gesorgt hat. Viele sagen sogar, es sei der Anfang eigentlich vom East Coast, West Coast Beef gewesen, damals im Hip-Hop. Es geht sich nämlich um das Debütalbum von, guten Morgen, von Tim Dog. Penicillin on Wax, das Music on Vinyl Reissue, beziehungsweise, ja, Columbia, beziehungsweise Roughhouse Records, was ja ein unter Columbia oder bei uns auch in Europa CBS stand, gehört zu Sony und Music on Vinyl ist die Sparte, diese Reissue, Remaster-Sparte von Sony, wie bei Universal zum Beispiel Back in Black oder Back to Black. Eins von beiden ist das. Da gibt es zwei. Das eine ist einigermaßen gut, das andere weniger. Na gut, das ist dieses Reissue, was am 9.06.2017 erschienen ist. Im 180 Gramm Heavyweight Vinyl und die ersten 1000 Kopien im grün-schwarz gemischten Vinyl. Ich hoffe, das sieht man gleich auch schön auf der Aufnahme. Und noch eine Premiere mit diesem Album. Das ist nämlich zum ersten Mal in einer Double LP gepresst worden. Das originale Album ist damals nur auf einer LP erschienen. Und wir sehen hier unten, was eingraviert. Ich habe Kopie Nummer 423 von 1000. Wie gesagt, die ersten 1000 sind dementsprechend in diesem limitierten Vinyl. Wie ist Tim Dog überhaupt so ein wenig bekannt geworden? Das ging alles los mit einem Titel, der eines der Klassiker der Underground-Hip-Hop-Scene, nämlich Fuck Compton. Fuck Compton! Fuck Compton! Fuck Compton! Yeah! Fuck Compton! Oh yeah! Fuck him! Why is this lazy? Cause the boy ain't shit. Chewing with tobacco and spit him in shit. I crush Ice Cube, I'm cool with iced tea. But NWA ain't shit to me. In dem Track geht es eigentlich darum, er ledert quasi gegen die komplette Westküste und vor allen Dingen NWA und Eazy-E. Zudem hatte er noch eine weitere Single, wo es nochmals um NWA eben ging, nämlich Step To Me. Das ist nämlich auch eine Single-Auskopplung gewesen. Danach ging es so ein bisschen unter, also der Stern ging schnell auf von Tim Dog und war auch schnell wieder unten. Was kam in der Zeit lediglich nur noch raus? Das Album Do or Die im Jahre 1993, dann gab es noch einen Snoop Dogg Diss, entitled Bitch with a Perm. Und dann hat er mehr Schlagzeilen gemacht mit seinen Missetaten anstelle mit seiner Musik, denn er hat nämlich Frauen gedatet und währenddessen dabei die Zeche geprellt. Also er hat die quasi ausgebeutet. Und irgendwann, selbst dann gab es nochmal Kontroverse, ob das wirklich passiert ist oder nicht. 2013 ist er nämlich verstorben.
Und da wurde auch lange Zeit spekuliert, hat er seinen Tod nur vorgetäuscht, um diese 20.000 Dollar Schulden nicht zu bezahlen? Gibt es eine Sterbeurkunde? Gibt es die nicht? Und in der Tat, es gibt sie wirklich. Also Tim Dog ist nicht mehr unter uns, zählt zu den verstorbenen Hip-Hop-Artists. Und wir haben genug gelabert. Jetzt machen wir die mal auf. Music on Vinyl, ja, Limited Edition on 1000 Copies. On Colored Vinyl. Ja, ich guck mal, ob die. Hallöchen. Ich guck mal, ob die Kamera das so ein bisschen fokussiert. Na, schauen wir mal. Machen wir die erstmal auf. Schön verpackt. In einer, nicht in dem handelsüblichen Shrink Wrap. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr glänzendes Cover, wie man es hier sehen kann. Hallo! Ja, wie man hier sehen kann, pretty glossy. Und es ist kein Gatefold. Es ist kein Gatefold-Cover, sondern ein ganz normales LP-Cover. Und nun legen wir mal los. Was ist denn da drin? Einmal das originale Liner-Sheet mit unter anderem der Tracklist und einigen Widmungen, die es gegeben hat, damit dieses Album überhaupt rauskommt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich gucke zuerst mal, wie das Ding aussieht. Oh, hier drin ist auch noch mal. Ach so, ja, das war eine Bestellnummer aus den Niederlanden. Die Platte wurde nämlich dort gepresst. Oh, und das sieht man auf jeden Fall schon. Ich nehme mal das Liner Sheet weg. Boah, sieht das geil aus, ey. Sieht man es auch im Video? Ja gut, im Video sieht man es nicht so ganz. Ich werde euch nachher mal ein Foto schicken, beziehungsweise ein Foto mit in das Video einfügen, wo ihr es auch besser sehen könnt. Sieht megamäßig geil aus, diese LP. Das sind jetzt Seite 1 und 2. Und auch die Sleeves sind zwar ganz normale Inner Sleeves, aber die sind wenigstens gefüttert. Hier die zweite LP. Megamäßig geil. Transparentes, grün-schwarz gemischtes Vinyl. Ich habe Bilder gesehen, da sah es nicht so geil drauf aus. Aber jetzt, wo die live hier sind, na Donnerwetter, ich bin mal gespannt auf die Soundqualität dieses Reissues. Vor allem Music on Vinyl soll generell sehr, sehr gut sein. Und nun, ja, das war's eigentlich. 7 Minuten Totequatsche, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, Unboxings, Album-Reviews, lasst mir ein Like da oder schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr diese Idee klasse findet. Denn dann hätte ich wieder wenigstens eine weitere Richtung, in der ich diesen Kanal noch mitschleppen kann. Gut, soll es von mir gewesen sein. Mein Name ist Mr. Walzer. Ich sage Tschüss, see y'all und bis zum nächsten Mal.